Moin Moin, danke fürs Einschalten. Wir haben mittlerweile den vierten Part von OMSI 2 und ab heute ist alles wieder normal, aber dazu mehr, nachdem wir losgefahren sind. Also, wie ihr, denke ich, mal mitbekommen habt, hatte ich jetzt in der letzten Woche eine Baustelle in meinem Zimmer, weshalb Felix die Videos, glaube ich, ja doch, weshalb Felix am Donnerstag und am Freitag nur seine Videos gebracht hat. Er hat seine Videos halt nach vorne gezogen, damit halt weiterhin Videos kommen, weil ich hatte nur bis Mittwoch vorproduziert. Und, ja. Was gibt's da noch großartig zu sagen? Meine Videos wurden halt jetzt nach hinten gezogen. Deshalb habe ich jetzt die Videos nachgeholt, die ich nicht gebracht habe. Und ja, ich habe die Heizung noch an. Ich sehe halt auf volle Pulle. Und ja, Felix hatte jetzt halt eine schöne Pause. Ja, fährst du oder fahr ich? Ja, du, war mir schon klar. Naja, so viel dazu. Dafür ist heute, wie ihr es jetzt seht, ab jetzt, also Montag, den 5. Juni, 18 Uhr, alles wieder normal, nach dem Upload-Plan. Und ich hoffe, dass dieses Hin und Her nicht allzu häufig passiert, weil, ja. Ich denke, das ist als Zuschauer nicht so toll. Guten Morgen, guten Tag, guten Morgen, moin. Hallo, Tag, guten Morgen, moin. Und du sagst nix. So, wir warten hier nochmal eine halbe Minute. Am schönen Bahnhof Dammtor. Hier müsste eigentlich Planten und Blumen und die... Und dahinter die großen und kleinen Wallanlagen sein. Aber das sehe ich hier nicht. Ach, schade, dass es hier nicht die Linie 5 gibt. Die wäre echt, glaube ich, richtig gut für dieses Spiel. Aber naja. Nein, wir haben gerade rot bekommen. Na toll. Falls ihr es wisst, darf man über eine Ampel, also dürfte ich jetzt, wenn die Autos weg sind, über die Ampel fahren? Weil theoretisch habe ich ja so gesehen auch wieder grün, oder? Ich glaube schon. Nun mal jetzt einfach auch. Oder auch nicht. Gut, jetzt habe ich eh grün. Wehe, ich bekomme jetzt rot. Gut. Ein Standbild. Ah. Da wurde wohl, glaube ich, eine Menge nachgeladen. So, und schon sind wir wieder in der Innenstadt. Nach genau einer Woche. Das ist ja schon irgendwie. Nein, ich habe rot. Nö, oder habe ich grün? Ach, keine Ahnung. Ich fahre rüber. Entweder hätte ich jetzt eine Vollbremsung gemacht oder, naja. Bitte klärt mich hier wegen den Ampeln auf, weil da bin ich mir echt nicht sicher. Und sofort groß bei euch. 4, 6, 70 zurück. 70? Wo habe ich mich jetzt eben verzählt? 20 zurück. Großbereich. So, das muss jetzt aber passen. Ja.
Nochmal Großbereich. 1, 50, 70 und nochmal einer. Puh, ich weiß nicht, was mit meinem Hirn gerade los ist. So. Und wir fahren hier schön wieder los. Als nächstes, beziehungsweise. Das ist jetzt die Frage, soll ich euch spoilern, was jetzt. Ja. Soll ich euch jetzt spoilern, was als nächstes hier in Omsi dran kommt oder nicht? Ach. Lasst euch überraschen. Ich habe noch ein paar Addons. Beziehungsweise. Naja, da kommen sie. Beziehungsweise könnte ich jetzt in. Habe ich noch ein paar Addons? Ich nehme es zurück. Ich habe noch einen Addon. Aber es gibt ja Mods. Ne? Sogar sehr gute. Oh, da muss ich ausweichen. Habe ich wieder grün? Ja, habe ich. Das war doch perfektes Überholmanöver, beziehungsweise eigentlich ja Ausweichmanöver. Oh, da wollte der Bus nicht laden. Bin ich gerade über die Rechtsabbiegerspur gefahren? Ich glaube schon, oder? Oh, bin ich schlecht gerade. Also noch schlechter als sonst. Und ich bin viel zu früh hier im Jungfernstieg. Jungfernstieg, genau. Ach, der Apple Store ist nicht da. Ich kann mir nicht schnell ein iPhone kaufen. Bevor ihr das denkt, nein, ich bin kein Apple-Fanboy. Ich selber besitze ein OnePlus 2. Beziehungsweise das ist mein Hauptgerät. Ich habe noch ein paar andere Handys als zeitweise Test. Geräte und so weiter. Ups. Blinker rechts, wir müssen ja noch warten. 2,5 Minuten zu früh los ist nicht ganz so toll. Da gibt es später Probleme mit dem Chef. So, warten wir nochmal den Moment ab. So, ich kann nicht mehr sprechen. Ich nehme nämlich ein bisschen am Stück auf und langsam versagt meine Zunge, weil ich ja durchgehend reden muss. Irgendwie. Naja, auf jeden Fall hatte ich gelesen, als ich diesen Bus hier ausgewählt habe, dass der... Ups, falsche Taste. Dass der... beziehungsweise... Nee. Lass mich kurz überlegen. So, dass 5 davon als Partybusse verkehren. Das finde ich recht amüsant. Ah, ich bin ein bisschen schnell, obwohl. Nee, die Leute, die meckern nicht. So, und schon sind wir am wunderschönen Hamburger Rathaus. Oh, das ist wirklich schön. Och, wir fahren jetzt. Bin ich auf den Kantstein gefahren oder meckern die, weil der Betonboden so ein bisschen. Naja, ist. So. Einmal Großbereich und du kriegst es ganz klein zurück. Nee, leider nicht. Sonst hättest du es noch kleiner bekommen. Du kriegst 70 zurück. 50, 60, 70.
Nahbereich. Da gibt es zwei, nee, drei. 50, 60 zurück. Boah, sind das alle Leute aus meinem Bus? Dann geht's mal gemächlich weiter, würde ich sagen. So, unsere Route. Oh, da wäre. Okay, das war kein Unfall eben am Rückspiegel. Oh, ich. Mir fällt es erst jetzt richtig auf. Die Spiegel funktionieren ja. Ich hatte schon öfters in die Spiegel geschaut, aber mir ist es gar nicht. Also mir ist es gar nicht richtig auf. Ich bin viel zu schnell. Aber mir ist es gar nicht aufgefallen. Upsi. Aber naja, immerhin funktionieren sie wieder. Möchte jemand einsteigen? Sieht nicht so aus. Wir sind auch nicht so früh. Heißt, kann weitergehen. Zur vorletzten Haltestelle der Mönckebergstraße. Aber das hat sich heute auch alles hier verändert. Zumindest von den Geschäften her. Da war ich gerade wohl fast doppelt so schnell wie erlaubt. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Imbissbude hier, Müllgrill, hier links und rechts, die stehen da immer noch, verdammt gute Currywurst haben soll. Wart immer hier beim Müllgrill und wisst, wie die schmeckt? Weil es meinten mehrere Personen, dass die Currywurst hier wirklich gut sein, da wirklich gut sein soll. Aber ich war da noch nie. Mich hat es nie wirklich angesprochen. Oh, was willst du im Gesamtbereich? Und 30. Willst du jetzt bis zum Zopf? Beziehungsweise halte ich ja Steintordam, glaube ich. Und dann mit der. Eben wusste ich es noch. Oder ist es die 121 nach Lauenburg-Zopf? Ich weiß es nicht. Und weiter geht's zur Endhaltestelle. Zu eurer Rechten, beziehungsweise jetzt recht weit mittig im Video, seht ihr. Perfekt. Ein Standbild. Das ist der größte Saturn, beziehungsweise der größte Elektrofachmarkt Europas, wenn nicht sogar der Welt. Ich meine, es ist sogar der größte Elektrofachmarkt der Welt. Mit über, waren es über 24.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ich glaube, es waren über 24.000 Quadratmeter über Verkaufsfläche. Spiel, du hast gerade nicht so Lust, so, noch diese eine Haltestelle zu machen, oder? Ach komm. Ich glaube, da ist das Spiel abgeschmiert. Ja. Da ist es abgeschmiert. Dann würde ich sagen, gibt's einen kleinen Cut. Und
nachdem ich das Spiel gestartet habe, ja, geht's die letzten Meter weiter. Dann würde ich sagen, bis gleich.